Willkommen zu Tag 9, schön, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Video nehmen wir uns einer der wichtigsten Themen überhaupt zur Brust, und zwar die Verdauung, wieso sie so wichtig ist und wieso ihr sie auf keinen Fall unterschätzen dürft. Zu gestern mal wieder eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Glücklicherweise kenne ich die bereits aus der Vergangenheit. Ich war sehr friedvoll, sehr dankbar, sehr ausgeglichen, bin sogar ins Studio gegangen, habe gute Musik gehört, habe hart trainiert. Ein Zustand, den ich liebe. Wenn ich es könnte, würde ich mich wirklich jeden Tag so fühlen wollen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es auch so ein Gefühl ist, was diese ganzen Buddhisten, die ganzen Leute, die Meditation praktizieren und so, diese ganze Schiene, ich denke mal, das ist also was, was die da anstreben oder was sie leben. Kann ich auch übrigens sehr gut nachvollziehen. Und das, was ich gerade in einigen Sekunden beschrieben habe, ist eine Erfahrung, die man wirklich selbst erleben muss, um das nachvollziehen zu können. Okay, aber jetzt kommen wir mal zum Hauptthema dieser Folge, und zwar ist es die Verdauung. Den meisten Menschen da draußen ist es gar nicht klar, wie wichtig die Verdauung ist, wie komplex sie arbeitet und was damit alles zusammenhängt. Für die meisten, die haben so Bilder im Kopf wie Verdauung ist so Mund, also da, wo es reingeht und da, wo es rauskommt, um es kurz zu machen. Dabei ist es ein sehr komplexes System in unserem Körper. Ganz kurz nur, um eure Aufmerksamkeit ein bisschen mehr auf diese ganze Thematik zu fokussieren. Solltet ihr euch müde fühlen? Solltet ihr übergewichtig sein? Solltet ihr Allergien haben? Nahrungsmittelintoleranzen? Depressive Verstimmung? Autoimmunkrankheiten. Ich könnte so bis nächste Woche weitermachen. Die Gesundheit von dem, was ich gerade genannt habe, hängt unmittelbar mit einer gesunden Verdauung zusammen. Was ist überhaupt involviert? Also was hängt damit zusammen, wenn wir über Verdauung, Verdauungsapparat sprechen? Nochmal kurz, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Wenn wir über den Verdauungsapparat sprechen, dann beginnt es bereits in unserem Mund, mit unserem Speichel, mit unserer Zunge. Geht dann rüber in die Speiseröhre, in den Magen, dann in den Dünndarm, in den Zwölffingerdarm, in den Dickdarm und dann aus dem After wieder raus. Zusätzlich ist auch noch die Leber involviert, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse. Das war jetzt zur groben Struktur, sagen wir mal. Zusätzlich dazu kommt noch die Darmflora, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich schneide diese ganzen Themen nur an, weil alles Einzelne, was ich hier gerade bespreche, davon könnte man Bücher füllen. Die Darmflora äußerst wichtig. Der Mensch hat um die 100 Billionen Zellen, müsst ihr euch reinziehen, und die Darmflora hat 10-mal so viel. Also könnt ihr euch bestimmt die Wichtigkeit der Mikroorganismen vorstellen. Wir leben praktisch in Symbiose mit kleinen Mikroorganismen. Für unser Wohlbefinden sollten wir wirklich darauf achten, dass unsere Darmflora gesund ist und optimal arbeitet. Die Mikroorganismen zum Beispiel im Darm haben auch die Möglichkeit, wenn wir eine schlechte Lebensführung haben, sich anzupassen. Das heißt, wenn wir nur Müll essen, wenn wir viel Alkohol trinken, viel Zigaretten, keine Ahnung, wenn wir Drogen konsumieren, wenn wir viel Stress haben. Stress ist überhaupt nicht zu vernachlässigen. Stress tötet immens gute Mikroorganismen im Magen-Darm-Bereich. Also, ich kann euch davon ein Lied singen, glaubt mir. Also sollten wir auf jeden Fall auf unsere Lebensführung achten. Denn je besser die Darmflora ist, umso besser geht es uns. Es gibt auch Studien, die auch Übergewicht in Verbindung mit Darmflora zusammenbringen oder psychische Erkrankungen mit der Darmflora. Also ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt schon mehrere Bücher darüber gelesen, habe mich auch mit vielen Leuten darüber unterhalten, habe viel experimentiert und glaubt mir, da ist was Wahres dran. Das ist übrigens auch der Grund, warum Fasten so gut tut und eine anschließende Darmsanierung, alles was so damit zusammenhängt, eine optimale Vorgehensweise ist, um diese Geschichte wieder positiv zu regulieren. Eine schlechte Verteilung der Mikroorganismen, eine Dysbakterie auch so genannt, hängt mit ganz, ganz vielen Krankheiten zusammen. Das wissen auch viele Leute nicht. Gerade was die Haut angeht, was die Psyche angeht, was den Energielevel angeht, was die Positivität angeht. Das habe ich wirklich auch am eigenen Leib schon feststellen können. Also was dieses Lebensbejahende
angeht. Das hängt wirklich damit zusammen, inwieweit die Darmflora gesund ist. Und in der heutigen Lebensweise, glaub mir, sind die wenigsten da unterwegs, die eine gesunde Darmflora haben. Da kommen halt ganz viele Prozesse zusammen in der heutigen Gesellschaft, die unsere Darmflora belasten. Und das gibt dann eine Kettenreaktion und äußert sich dann in verschiedensten Symptomen wie Autoimmunerkrankung, Diabetes, Übergewicht, Depressionen, so diese miese Laune, ja, dieses Nörgelige. Dazu kommt noch, dass das Immunsystem zu 80% in unserem Darm sitzt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. 80% unseres Immunsystems. Unser Immunsystem ist dafür hauptverantwortlich, dass es uns gut geht. Ein geschwächtes Immunsystem, da würde ich jetzt hier anfangen mit Symptomen und würde übermorgen immer noch was erzählen. Also ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, was da abgeht. Also diese ganzen Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, die hängen mit der Verdauung zusammen und mit der Gesundheit des Verdauungsapparats zusammen. Das ist auch der Hauptgrund bei mir, warum ich regelmäßig faste, auf eine gesunde Ernährung achte, auf viel Bewegung, auf wenig Stress, auf einen Umgang mit positiven Menschen, diese ganzen Geschichten. Ich merke auch wirklich jedes Mal, wenn ich aus so einer Fastenphase rauskomme, dass ich ein Stück weiter bin. Und das ist wirklich ein cooles Gefühl. Ich stabilisiere mich immer mehr, mir geht es immer besser und ich bin auf einem guten Weg. Die Schulmedizin konnte nicht annähernd, und glaubt mir, sie konnte nicht annähernd sowas erreichen mit ihren chemischen Keulen und mit ihrem komischen Know-how, keine Ahnung, wo sie das daher haben. Und glaubt mir, meine Erfahrungen bestätigen mir das, mein Gefühl bestätigt mir das und meine Gesundheitslage heutzutage bestätigt mir das jedes Mal wieder. Sobald ich aus so einer Fastenphase raus bin und wieder anfange, ein normales Leben zu führen, und bei mir heißt normales Leben wirklich, ich bin dann immer ein Stück weiter, ich versuche mich dann immer ein bisschen gesünder zu ernähren, Sachen, die mir nicht gut tun, ich bewegt mich da halt sehr viel nach dem Ausschlussverfahren. Ja, alles, was mir so nicht gut tut, wird mit der Zeit immer runter reduziert. Das geht bei vielen Sachen natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich merke mir das, ich habe das im Hinterkopf und arbeite dran. Und mit der Zeit wird es immer weniger und die guten Sachen werden immer mehr. Dadurch habe ich immer eine bessere Lebensqualität, mir geht es immer besser und ich werde auch immer glücklicher und ausgeglichener. Und das ist so das Ziel meines Lebens. Und da kommt noch mal was dazu, was auch mit dem Verdauungstrakt und mit unserer Gesundheit, mit unserem Wohlbefinden, mit unserem Lifestyle, mit unserem Aussehen auch ganz wichtig, ja, so wie wir aussehen, das hängt ganz stark mit unserer Verdauung ab. Also Schönheit kommt von innen, kommt nicht von irgendwo. Oder auch so Geschichten, jetzt kommen wir so zum Thema, wenn ich den sehe, muss ich brechen. Oder manche Leute, die da nervös sind, die haben dann einen vermehrten Stuhlgang. Also das sind alles so Prozesse, die miteinander verbunden sind. Und der wissenschaftliche Fachausdruck dazu nennt sich Neurogastroenterologie. Da gibt es, also was heißt der wissenschaftliche Ausdruck, aber die medizinische Abteilung, die sich darum kümmert, Neurogastroenterologie, die beschäftigt sich mit der Gehirn-Darm-Achse. Und zwar verfügen wir über ein Bauchhirn. Also das sogenannte Bauchgefühl solltet ihr nicht vernachlässigen. Meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr solltet euch wirklich fokussieren und viel öfter drauf hören und die Sachen umsetzen, die der Bauchbereich meldet. Glaubt mir, und euch wird es viel besser gehen, falls ihr irgendwelche Beschwerden habt. Falls ihr keine Beschwerden habt, solltet ihr das trotzdem machen, um euer Level nochmal auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist immer eine gute Sache, glaubt mir. Aus diesem Bereich der Neurogastroenterologie wissen wir auch, dass der Darm mit dem Gehirn kommuniziert. Also erklärt es ganz viele Prozesse, was sich da für Symptome äußern können. Ich habe zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht in meinem Leidensweg, sagen wir mal, ich war mal in so einer Klinik stationiert, ich wollte mal das ganze Programm durchziehen, um der Lösung auf die Spur zu kommen, und war irgendwo am Arsch der Welt wochenlang gewesen und habe mich da behandeln lassen und alles. Da waren Patienten da, die sind mit Psychopharmaka behandelt worden, um ihre Symptome zu lindern, aber nicht, weil sie Probleme psychischerweise hatten, sondern weil die Probleme, die sie eigentlich wirklich psychisch gehabt haben, sich im Bauchbereich gemeldet haben und über die Verdauung diverse Probleme verursacht haben, wie Nahrungsmittelintoleranzen, aber ganz, ganz heftige Geschichten oder alle möglichen Hauterscheinungen. Schaut mal, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also wie gesagt, es ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich hoffe, ich konnte hier so mal ein paar Lampen anmachen, ein paar Stichpunkte nennen oder so ein paar Überschriften. Wie gesagt, wenn ihr das mal nachrecherchieren wollt, wenn ihr mal googeln wollt, also die Dysbakterie, das ist so eine schlechte Verteilung der Darmbakterien,
Die Gehirn-Darm-Achse, ganz, ganz wichtig, das Immunsystem. So Geschichten solltet ihr mal googeln in Verbindung mit der Darmgesundheit. Okay, ich hoffe, das Video ist nicht zu lange geworden, aber das ist wirklich eins der Hauptthemen meiner Meinung nach, was Gesundheit angeht, was Wohlbefinden angeht, was Lifestyle angeht, sogar was die Liebe angeht und alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Die Verdauungsgesundheit, die Darmgesundheit ist ein heftiges Thema, glaubt mir. Der Verdauungsapparat besteht nicht nur aus Mund und After, wo man was reinsteckt und da unten wieder rauskommt, sondern dazwischen passiert ganz, ganz viel und das, wie soll ich sagen, das strahlt den ganzen Körper aus, sowohl positiv als auch negativ, wenn man die falsche Lebensweise hat. Der Körper ist natürlich nicht aus Zuckerwatte gemacht, das heißt, er verträgt ganz, ganz viel. Das ist natürlich individuell von Person zu Person, sogar über viele Jahrzehnte. Aber irgendwann mal kommt dann die Packung. Und bei den anderen, die jetzt irgendwelche Wehwehchen, irgendwelche Symptome haben, die sollten auf jeden Fall, sollten die mal diese Darmgesundheit ein bisschen konkreter unter die Lupe nehmen. Glaubt mir, ihr macht da nichts falsch, ihr tut euch nur was Gutes damit und vor allem langfristig. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, dieses Video hat euch ja, etwas informiert. Vielleicht konnte ich sogar ein paar neue Stichpunkte nennen, ein paar neue Geschichten, die euch vielleicht anregen, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen genauer drauf zu gucken oder ein bisschen genauer auf eure Gesundheit zu achten. Und wie immer gilt, wenn irgendwelche Fragen offen sind, einfach unter das Video kommentieren. Wenn ihr der Meinung seid, diese Informationen könnten auch jemand anderen weiterhelfen, dann teilt sie doch bitte auf eurer Seite oder postet sie irgendwo, wo die Leute das für nützlich empfinden, wo sie dankbar für solche Informationen sind. In diesem Sinne, vielen Dank für alles und bis zum nächsten Video.